Nach einem reichlichen Jahr Bauzeit konnte sie nun ihrer Bestimmung übergeben werden, die neue Rettungswache des Landkreises am Büdinger Bogen 32 in der Kreisstadt Herzberg. Zahlreiche Gäste erschienen zur offiziellen Übergabe und wünschten dem Team alles Gute am neuen Standort. Mit der neuen modernen Rettungswache hat man den organisatorischen Ablauf des Rettungsdienstes weiter optimiert und die Arbeitsbedingungen des Rettungsdienstpersonals nach den Vorgaben des Arbeitsschutzes realisiert, so Landrat Christian Heinrich Jaschinski. Es wurde im vergangenen Jahr seit Mai 2017 kräftig gewerkelt, geschafft, hier ein Gebäude aus dem Boden gestampft. Und wir sind froh, dass wir es pünktlich, so wie auch geplant, im August dieses Jahres in Betrieb nehmen können. Wir haben uns bewusst entschieden für diesen Standort hier an der B87, nicht nur weil wir die Arbeitsbedingungen optimieren möchten, hervorragende Arbeitsbedingungen auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben möchten, sondern wir wollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, sprich die Einsatzzeiten, optimieren bei uns im Landkreis. Das neue Gebäude in Herzberg ist mit 5 Garagenstellplätzen für Notarzteinsatzfahrzeuge, Rettungstransportwagen, Mehrzweck- und Reservefahrzeugen ausgestattet. Hinzu kommen diverse Lagerkapazitäten, zeitgemäße Aufenthalts- und Ruheraummöglichkeiten, eine Waschgarage, Sanitärräume, eine Desinfektion sowie ein Schulungsraum für interne Aus- und Fortbildungen sowie Büroräume. Für den Neubau in Herzberg wurden rund 2 Millionen Euro in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises eingestellt. Gut angelegtes Geld, denn allein die Rettungswache Herzberg verzeichnet jährlich rund 150 Einsätze im Krankentransport, 1500 Einsätze mit dem Rettungstransportwagen und rund 1300 Notarzteinsätze. Die Rettungswache Herzberg ist das ganze Jahr über rund um die Uhr besetzt. Jeweils 2 Rettungssanitäter und 3 Rettungsassistenten bzw. Notfallsanitäter sind dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche in wechselnden Schichten im Dienst und besetzen ein Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungswagen. Insgesamt ist die Rettungswache mit 42 Mitarbeitern besetzt. Die Rettungswache in Herzberg ist nach Finsterwalde, Übiger-Warnbrück und Doberle-Kirchhain der 4. Rettungswachenneubau des Landkreises. Weitere Neubauten sollen folgen. So wird in Bad Liebenwerda derzeit bereits an einer neuen Rettungswache gebaut, welche voraussichtlich im kommenden Jahr übergeben werden wird. Des Weiteren sollen auch in Schönewalde, Oppelhain und Wehrhain neue Rettungswachen entstehen. Ziel ist es, die Rettungsdienste der Region für die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen.